Infraspinatius subscapularis. Hi, ich bin Timo und in diesem Video zeige ich dir ein paar Übungsbeispiele mit den Fitnessbändern von Sportima. Die erste Übung ist das Seitheben mit dem Fitnessband. Dazu stellt ihr euch in die Mitte des Bandes. Umso breiter ihr euch stellt, desto mehr Widerstand ist auf dem Band. Ich würde mich hüftbreit hinstellen, leicht gebeugte Knie, Spannung im Rumpf und mit gestreckten Armen das Band auf die Schulterachse heben. Super Training für die Schultern. Entweder als reine Kräftigungsübung gedacht oder aber auch als Aufwärmübung für das Kurzhanteltraining. Die nächste Übung ist eine super Übung zur Kräftigung der Schultermuskulatur. Sie wird gerne im Reha-Bereich eingesetzt, nach Sportverletzungen, aber auch zum Aufwärmen vor dem Oberkörper-Workout. Dazu bindest du das Fitnessband ungefähr auf Ellbogenhöhe an einen Fixierungspunkt, in diesem Beispiel die Sprossenwand. Wickelst einmal das Band um das Handgelenk für eine bessere Stabilität. Stehst im 90-Grad-Winkel zum Fixierungspunkt. Ellbogen bleibt die ganze Zeit am Oberkörper, das ist ganz entscheidend. Die Schulter weit weg von den Ohren, nicht hier reinziehen. Okay. Die Bewegung geht vom Körper weg, ist langsam in der Bewegungsausführung und ganz stabil im Ellenbogen. Achte auf eine stabile Schulter. Man erkennt in dieser Übung wunderbar den progressiven Widerstand des Bandes. Umso weiter ich von dem Fixierungspunkt weggehe, desto härter wird der Widerstand. Nachdem du gerade die Innenrotation trainiert hast, folgt jetzt die Außenrotation. Besonders nach Sportverletzungen ist das ein super Kräftigungstraining für den Schulterbereich. Wir starten schon in der ausrotierten Schulter. Ellenbogen eng am Körper, in einer langsamen Bewegungsausführung zur Körpermitte ziehen. Achte, wie gesagt, auf den Ellenbogen eng am Körper und auf eine stabile Schulter in der Bewegung. Die nächste Übung ist ein Beispiel für die Dehnung der Schulter. Greife das Band ganz oben. Im Kreuzgriff zieht die untere Hand den oberen Arm nach unten. Halte nicht gegen mit dem oberen Arm, sondern lass dich passiv nach unten ziehen. 30 Sekunden in dieser Position, statisch haltend. Im Anschluss wechseln die Akteure. Die obere Hand zieht die untere nach oben. Und auch hier nicht gegenhalten, einfach ziehen lassen. Eine Kräftigungsübung mit dem Fitnessband ist das Rudern. Dazu solltest du das Fitnessband an einem Fixierungspunkt festbinden. In diesem Fall die Sprossenwand, ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Du rollst das Fitnessband einmal um die Hände. Begibst dich in eine leichte Hocke, Spannung im Oberkörper, im Rumpfbereich. In der Bewegung ziehst du die Hände in Richtung Bauchnabel, hältst die Schultern weit weg von den Ohren. Ruhige, langsame Ausführung beim Ziehen ausatmen. Die nächste Übung ist ein Beispiel für Stretchen der Ischukoralmuskulatur. Das bedeutet für die Oberschenkelrückseite. Du begibst dich in Rückenlage, spannst das Band. Ich mache es in dem Fall doppelt für mehr Zugspannung um den Fuß. Und wir strecken das Bein. Zehenspitze zeigt zur Nase. Das Band ist komplett durchgedrückt.
und halten hier die Position für 30 bis 60 Sekunden. Eine Alternative zu der Übung mit ein bisschen mehr Dynamik beginnt auch in der Ausgangsposition und hier langsam strecken und wieder heranziehen. Umso mehr du mit den Händen ziehst, desto größer ist der Widerstand im Band. Halte immer die Zehenspitze angezogen zur Nase. Die nächste Übung ist eine super Kräftigungsübung für die Hüft- und Beinmuskulatur. Man kann sie ganz easy zu Hause ausführen, indem man das Band einfach an einem Heizungsrohr befestigt. Einfach das Band um das Rohr wickeln. Ein kleiner Knoten rein. Und den Fuß in das Loop hineinstecken. Halte dich ruhig an der Wand fest und mit gestrecktem Bein vor dem Körper eine Adduktion ausführen. Hier arbeitet exzellent die Oberschenkelinnenseite und die Hüfte muss stabilisieren. Als Steigerung dieser Übung begib dich einen Schritt weiter weg von der Wand und führe die Übung ohne Abstützen aus. Deutlich schwieriger zu stabilisieren für das passive Bein und die Hüftmuskulatur. In den Links gibt es weitere Informationen zum Produkt. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Ausprobieren.